Willkommen zurück zu Tomb Raider. Ja, letztes Mal haben wir hier ein Problem gehabt. Wir konnten diesen Block nicht weiterschieben oder ziehen. Ich habe mal nachgelesen, nachdem ich noch ein paar Mal ausprobiert habe. Und ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie man sonst darauf kommen soll. Also, den kann man tatsächlich nur einmal rausziehen. Den Block. Dann geht man jetzt zu dem hier. Und zieht den einmal nach hinten. Und schiebt den quasi jetzt wieder zurück und zieht mal zweimal nach vorne. Weil den hätte ich nicht rausziehen dürfen, den hätte ich rausschieben müssen. Deswegen machen wir hier einmal zu und dann direkt wieder auf. Und ich habe übrigens schon wieder von einem Geheimnis gelesen, das wir vergessen haben, aber das ist jetzt egal. So, jetzt haben wir den zweimal nach vorne geschoben. Und angeblich soll man den jetzt nochmal irgendwie nach vorne schieben können. Das macht nur Sinn hier, tatsächlich. Dadurch soll. Aber das macht sie auch nicht. Hä? Will die Lösung mich jetzt wieder verarschen? Weil angeblich soll dadurch eine Nische frei werden, wo sich ein Hebel drin befindet. Aber hier unten auch nicht. Moment. Moment. Ba-ba-ba-bam. In diesem findet ihr in der Wand einen dunklen Block, den ihr zweimal nach vorne schieben müsst. Das war der erste. So landet ihr in einem anderen Raum, wo ihr in der rechten Ecke nach oben springen könnt. Im oberen Abschnitt findet ihr nochmals einen dunkleren Block in der Wand, den ihr zweimal nach vorne schiebt. Das haben wir gerade gemacht. Im nächsten Raum springt ihr durch die Spalte nach unten und zieht im nächsten Raum den Block einmal nach hinten. Das ist der, wo wir jetzt gerade sind. Den haben wir jetzt einmal hingezogen. Geht dann wieder nach oben. Durch das andere Loch in den zweiten Raum unter. Zweiten unteren Raum. Achso, zweiten unteren Raum. Ah, ja, lesen sollte gelernt sein, Philipp. Lesen sollte gelernt sein. Okay, dann hätte man doch drauf kommen können. Weil man ja dann den Block hier meint. Warte, wir kommen von da. Wir sollen ihn noch einmal nach vorne schieben. Tun wir das doch einmal. Ah, weil die sich wahrscheinlich gegenüberstehen. Ah, ich verstehe. Okay. So. Ja, diese Nische hat sich jetzt geöffnet. Und. Ah, hier. Da, Hebel. Zack, Tür auf. Aber nicht diese Tür, sondern die andere. Okay. Alles klar. Dann schauen wir doch mal, wo diese Tür hinführt. So. Okay. Ah, ne, warte. Den kann man schieben. Ja, haha. Mittlerweile erkenne ich doch sowas. So. Gucken wir mal kurz. Weiter kann man den nicht schieben. Könnte ja ein Geheimnis hinter sein. Wie gesagt, ich habe schon wieder von einem anderen Geheimnis gelesen, das ich übersehen habe. So, diese Tür war gerade einmal automatisch aufgegangen. Jetzt machen wir die einmal. Ja, super. Super Spiel. Welche Tür ist denn jetzt aufgegangen? Oder ist das ein Spiel auf Zeit? So, die Tür ist jetzt auf. Okay. Ha. So. Ich glaube, die Tür dahinter ist jetzt zugegangen. Jetzt gucken wir noch mal kurz. Ja, okay. Wie geht jetzt diese Tür hier auf? Ich bin verwirrt. Also scheinbar löst die halt aus, wenn ich hier drüber gehe. Dahinter ist diese andere Tür, okay. Okay, warte, wir machen den Schalter nochmal hoch und gucken uns dann das Bild nochmal an. Zack, 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 zack. So. Okay, da hat sich nichts geändert. Okay, ich mach den Schalter runter. Dann geht ja zumindest irgendwo eine Tür auf. Ich vermute, das wird die andere sein, durch die wir vorhin nicht durchgekommen sind.
Deswegen gehen wir jetzt nochmal hier zurück. Einmal durch das Loch hier. Und dann einmal hier. Genau. Jetzt ist nämlich die Tür hier offen. Say cheese. Komm da hoch. Da hoch, Lara. Da hoch. So, speichern. Vor dem Kampf bitte einmal speichern. Ich möchte nicht die ganze Schieberätsel nochmal neu lösen müssen. So, jetzt kriegen wir noch unsere Shotgun zurück. Okay, einmal kurz heilen. Immer schön gegenheilen. Was? Nein, nicht runterspringen. Was machst du denn, Lara? Bist du denn vollkommen... Okay. Den haben wir. Heilen wir uns noch einmal kurz mit einem kleinen. Dann... Einmal bitte speichern. Und... Er sagt nicht, ich kann die Schrotflinte nicht wieder aufnehmen. Gib mir meine Schrotflinte zurück. Warum, Spiel? Was habe ich dir getan? So, hier ist auf jeden Fall ein größerer Raum, okay. Ich schätze mal, da müssen wir durch. Irgendwas sagt mir, dass wir da durch müssen. Fragt mich nicht, was. So, dann... Sieht einfach nur sehr verdächtig aus. Gucken wir einmal kurz, ob hier oben nicht irgendwie was liegt auf diesen Gebilden. Wäre ja nicht das erste Mal. Gucken wir mal kurz noch hier. Ne, sieht nicht danach aus. Sieht ganz und gar nicht danach aus. Okay, warte, hier geht's noch weiter. Ne. Hätte ja sein können. Hätte ja sein können. Okay. Wollen wir uns das da eben nochmal genauer anschauen? Ja, kann ich... Hallo! Danke. Ich schätze mal, da rutschen wir immer sofort wieder runter. Kann man hier denn vielleicht einmal... Ja, hier kann man einmal hoch. Was ist denn hier oben drauf? Nix. Enttäuschend. Einfach nur enttäuschend. So, okay. Dann bleibt uns nur eine Möglichkeit übrig und die ist einmal hier durchzugehen. Ah, guck mal, wo wir wieder sind. Jetzt ist diese Tür auch offen. Okay. Okay, jetzt ist natürlich die müssen wir wahrscheinlich diese Tür aufbekommen. Haben wir irgendwelche Sachen dabei? Nee, haben wir nicht. Haben wir nicht. Okay. Wie kriegen wir diese Tür auf? Oder, nee, dann brauchen wir eindeutig einen Schlüssel, den wir wahrscheinlich durch die andere Tür bekommen. Bin ich mir ziemlich sicher. Genau, oder so ein Dreieck. Okay, wir sind auf der Suche nach einem Dreieck. Das ist ja auch schon mal eine gute Information. Und dahinter ist auf jeden Fall irgendetwas. Da ist nämlich gerade was grafisch durch die Wand geglitscht. So. Schalten wir jetzt diesen Schalter hier nochmal um. Vielleicht, nee. Der hat jetzt nichts gemacht. Die Tür ist jetzt einfach nur wieder zugegangen. Okay. Ist vielleicht doch hier irgendwie oben was drauf? Gucken wir nochmal genauer. Irgendwo muss hier ja was sein. Denn... Achso, an der Tür geht das wahrscheinlich nicht. Denn ich habe jetzt keinen anderen Schalter auf dem Weg hierhin gesehen, zumindest. Deswegen schauen wir nochmal ganz kurz, ob hier irgendwas ist, um diese Tür zu öffnen. Scheinbar nicht. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal einmal hin, machen hier wieder die eine Tür auf. Dann hier ist kein Schalter. Schauen wir uns hier einfach nochmal alles
an. Wie zum Beispiel diesen dunklen Stein. Den man wahrscheinlich rausziehen muss. Und dann muss man einmal im Bogen herumlaufen. Aha. Um dann dahin zu kommen. Würde mich zumindest nicht wundern. Würde mich zumindest nicht wundern. Das heißt, wieder hier runter. Genau. Und dann hier durch. So. Jetzt hier hin. So, eins. Zwei. Jetzt gucke ich mal ganz kurz. Aha, okay. Wir können den noch einmal hier rüberziehen. Oh ne, können wir doch nicht. Naja. Egal. So, jetzt gucken, gehen wir wieder zurück und schauen einmal, was auf der anderen Seite ist. Was da auf der anderen Seite ist. Das heißt, wieder hier hoch. Hier lang. Wieso ist jetzt ein Stein hier? Ach so, ah, okay, hier ist nichts. Ich bin auch dumm. Ja, okay, schade, in dieser Nische scheint nichts zu sein. Dann machen wir mal eben Folgendes. Wir speichern aber hier. Das, weil ich habe gerade ein bisschen Sorge, dass ich mich gleich aussperren könnte, wenn ich nicht aufpasse. Achso, warte, falsche Seite runtergegangen. Auf der falschen Seite runtergegangen. Dann hier wieder runter. So, und dann dort den Gang einmal entlang. Weil da war nichts, oder? Nee, hier war, glaube ich, nichts mehr. Nope. Dann haben wir auf jeden Fall hier in dem Raum einfach irgendwas übersehen. Was diese Tür hier öffnet. Deswegen schauen wir uns jetzt mal hier ein bisschen genauer um, würde ich sagen. Und ich melde mich bei euch, sobald ich, was auch immer das ist, was die Tür öffnet, gefunden habe. Bis gleich. So, weil ich mal wieder extrem planlos war, habe ich nochmal nachgelesen und, irgendwie soll man diese Schrotflinte aufnehmen können. Das ist nochmal Punkt 1. Irgendwie lässt mich das Spiel das aber nicht machen. Weshalb auch immer. Na, egal. So, ich war quasi schon mal auf dem richtigen Weg. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum die Pyramide da links so komisch gefärbt ist, ne? Ja, die Antwort ist eigentlich ziemlich easy. Das sind Nischen, auf denen man sich wohl bewegen kann. Hätte man auch drauf kommen können. Weil ich mal wieder, ja, naja, ihr kennt das ja mittlerweile. So, springen wir. Versuchen wir, da hochzukommen. Das wird ja mal wieder ein Akt werden. Aber das möchte ich euch natürlich nicht enthalten. Deswegen zeige ich euch natürlich, wie ich versuche, da hochzukommen. Ich bin ja ein Netter, ne? So. Gucken wir mal, ob es jetzt klappt. Okay, wir sind schon mal hier. Soweit, so gut. Jetzt müssen wir dahin. Eins, zwei, drei. Jetzt.
Okay. So hat das nicht geklappt. Dann einmal ein paar Schritte weiter zurück. Und jetzt. Na, ah, komm! Lara, lass mich jetzt nicht hängen. Wir sind schon durch so viel gemeinsam durchgegangen. Lass uns doch jetzt nicht durch so eine Nische aufhalten. Nein, nicht so weit. Ah, Lara. Ah! So. So, jetzt sind wir hier. Okay. Wie kommen wir jetzt am besten dahin? Indem wir richtig viel Schwung holen. Das heißt, wir müssen die Strecke maximieren. Nein, so nicht. Ah, warte, warte, warte. Nein, nein, nein. Ich habe aber eine Idee. Vielleicht ohne Anlauf. Das Thema hatten wir doch gerade schon mal in dieser Folge, oder? Was in der letzten? In der letzten war das. Oder? Doch in der? Keine Ahnung, weiß ich gerade gar nicht mehr. Hm. Nein, was? Oh, Lara, komm schon. Nein, so doch nicht. Das. Was machst du denn? Ah, mit Nathan hatte ich nie so viel Probleme, will ich dich nur mal sagen, ja? Nathan hat immer verstanden, wo ich hinspringen wollte. Ja, bringen wir uns noch weiter um. Ah. So. Nein, komm. Nein. Ah. Ja, das wird wohl noch ein bisschen dauern. Nein, was denn? Oh, das habe ich doch gar nicht ja, Spiel. Bitte. Ja? Ich habe schon so viel Zeit in dich investiert. Im letzten Jahr und in diesem Jahr. Geht doch. So, jetzt sind wir hier. Jetzt versuchen wir einfach mal. Okay, wir müssen ein bisschen von der Wand weg. Noch ein bisschen weiter von der Wand weg. Ah, so. Aha, okay. Da sind wir schon mal eine Stufe weiter oben. Und jetzt nächste Stufe weiter oben. Jetzt noch eine Stufe, dann haben wir es. Jawohl! So, und jetzt müssen wir, glaube ich, in diese Nische da unten. Das heißt, wir springen jetzt erstmal direkt gegen diese Wand. Wäre jetzt mein Vorschlag zumindest. Um erstmal schön auf die andere Seite zu kommen. Erstmal speichern wir, dass wir jetzt hier oben sind. Falls es nicht sofort klappt. So. Und. Aha. Da sind wir. So. Was erwartet uns hier? Ein Hebel. Nein, wir wollen nicht auf den Hebel schießen. So. Was der wohl geöffnet haben wird. Bin ich ja mal echt gespannt. Das wird uns ja wahrscheinlich alle überraschen. Ja, es wird die Tür hier drüben sein. Vielleicht können wir jetzt die Waffe aufnehmen. Vielleicht wollen wir die Waffe nicht aufnehmen, weil halt die Tür die ganze Zeit da irgendwie geblockt hat. Gucken wir mal ganz kurz. Guck mal, da ist die Schrotflinte eigentlich. Ich hab sie gesehen. Haha. So, wir haben unsere Schrotflinte wieder. So, jetzt haben wir hier einmal Medipack. Sieht nach Uzi-Munition aus. Und, was das wohl öffnen wird. Ich bin ja mal echt gespannt. So. Dann öffnen wir mal die große Tür hier drüben. Schau mal, was dahinter ist. Ja, bitte einmal einsetzen. Perfekt. Es fängt sogar an zu leuchten.
Nächster Levelabschnitt. Wir haben Nutlas Minen und wir haben kein einziges Geheimnis. Na, wir haben auch anderthalb Stunden gebraucht. Okay. Psst. Okay. Da fragen wir uns natürlich, was hat die gute Nutla jetzt angestellt? Scheinbar hat sie irgendetwas freigesetzt. Doch, was das ist, was sie freigesetzt hat, ja. Oh oh. Falsche Waffen und tot. Ja, komm, bring mich irgendwo. So. Ja, was die gute Nutla freigesetzt hat, das werden wir dann in der nächsten Folge herausfinden. Bis dahin, macht's gut. Ciao.